Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW3. Willkommen zu einer neuen Folge im schnellen Spiel. Wir fahren eine Class 66 mit einem Containerzug von Reading nach Acton auf der Strecke Great Western Railway und legen los. Aber wir haben direkt Ausfahrt, sehr schön. Müssen wir mal gucken, ob hier alles gelöst ist. Lass mal den einlegen. Vorne. Sind die alle an hier? Motor einschalter, Isolation, Generator fällt jetzt ein. Alles an. Dann wählen wir aus. Bremse löst noch aus. Jawohl. Und dann können wir jetzt Leistung abschalten. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist hier noch angezogen. Direkte Bremse ist auch gelöst. Die ist auch gelöst. Irgendwie geht es ja noch nicht wirklich voran, habe ich das Gefühl. Vorwärts. Und ob alles hier an ist. Jawohl, jawohl. Hier müssen wir, glaube ich, nichts mehr machen. Cut-in müssen wir noch was setzen, aber ich glaube, das ist eigentlich automatisch. Ja, auf Break. Zurück. Cut-in. Wir sind eingeschaltet, die Bremsen. Warum fährst du jetzt nicht los? Wieder. Aber Class 66 bin ich eigentlich oft gefahren. Die fuhr doch eigentlich immer. Die vielleicht angezogen? Nee, dann werde ich, glaube ich, würde sie leuchten, ne? Wenn ich jetzt sage, anziehen. Ich glaube, guck mal, ob die vielleicht angezogen ist. Und da probieren wir gleich nochmal loszufahren. Vielleicht war auch einfach hinten im Zugverband noch nicht alles gelöst, dass wir ein bisschen mehr Geduld brauchen, weil wir immer noch im Güterzug sind. Jawohl, jetzt geht's los. Ich war wieder zu ungeduldig für einen Güterzug. Kennt man ja von mir. So, wir können unseren Zug mal angucken. Schöne bunte Container. Es sind ja auch jetzt diese verschiedenen Container, die zum Beispiel bei Dresden-Riesa und so dabei sind. Also die One-Container oder die waren auch schon bei Hagen-Wuppertal vorher dabei, hier Hamburg-Süd und so weiter. Die sind jetzt auch bei der Strecke dabei. Und die mischen sich hier ganz cool unter die einfarbigen Container, die auch bunt durchgemischt sind. Gefällt mir ganz gut. Teilt noch ein bisschen mehr Leistung auf. Da kommt der erste HST uns entgegen. Mit Regionalzug. Ach, schön hier. Da der HST. Und der Regionalzug. Beide haben Einfahrt wie am Ausfahrt. So, wir sollten vielleicht noch Lichter vorne anmachen, fällt mir gerade auf. Der Tageszeit ist richtig, perfekt. Und 30 erstmal. Ach, jetzt dürfen wir schneller. Und 40 sind, glaube ich, nur, wenn wir gleich über die Weiche fahren würden, hier links.
Ey, recht. Und wenn 40 gewesen, wir dürfen weiterhin 60 fahren. Ich weiß gar nicht, ob 60 unsere Höchstgeschwindigkeit ist. Das kann sogar sein mit dem Güterzug. Wir folgen jetzt eigentlich gefühlt die ganze Zeit der Hauptstrecke hier. Wir haben bestimmt das ein oder andere nochmal vom HST überholt. Man muss ja auch aufpassen, man hat hier öfter auch mal rote Signale bei diesen Güterzugfahrten. Da habe ich schon mal ein, zwei von gemacht. Ist ja mit die älteste Strecke von TSW. Aber ich finde sie immer noch eigentlich ganz cool dafür. Hat ja auch nochmal ein Update bekommen. Wo ich landschaftlich weiß ich gar nicht, ob sich viel verändert hat. Auf jeden Fall wurden die Loks nochmal verbessert. Da wollte ich nicht drauf. Ich wollte hier drauf. Jawohl, dann gehen wir wieder rein. Und dann geht's weiter Richtung Maidenhead. Nee, Maidenhead ist nur über einen Ort fahren. Ja, Acton, genau. Fahren wir. Könnten eigentlich noch mal, wo ich gar nicht dran gedacht habe, Sicherheitssysteme einzuschalten. Ja, warum nicht, ne? Kann ich ja nicht schaden. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. AWS läuft. Das coole an AWS ist, das kann man voller Fahrt entscheiden. Die PZB sollte man nicht anschalten, wenn man statt 45 fährt. Eigentlich sollte man beides wahrscheinlich direkt vor Fahrtbeginn anschalten und nicht hier. Falls man es vergessen sollte. Richtig, haben wir gleich erreicht. Ja, die Leistung eigentlich fast rausnehmen. Wir fahren eh bergab. Und der nächste Regionalzug. Auf der Schnellfahrtlinie. Gibt es ein paar Regionalzüge oder so. Ja, von diesem Class 166 sind das, glaube ich. Oder so ähnlich. Die gerade rechts entgegenkamen. Da gibt es ein paar, die über die Schnellfahrstrecke fahren. Ich hätte auch so ein paar, ich weiß gar nicht, ob ich Lackierung schon für den HST, ich glaube ich habe noch keine installiert, weil es geht ja jetzt auch Lackierung für den HST. Das war die SD. Was er gerade nachgefragt hat, sind wir noch da? Ja, da sind wir. Ist jetzt sehr geradeaus die Strecke, ne? Man knallt hier einfach nur mit 60 mph entlang. Wir haben 8.50 Uhr, das heißt auch schon ein bisschen nach der Rush Hour, aber hier ist trotzdem einiges an Verkehr. Ich hoffe, wir werden wie gesagt gleich nochmal vorne HST überholt. Da hätte ich Bock drauf. Schöne fliegende Überholung. Ach, hier fährt noch einer. Ach, krass. Und ein weiterer HST. Quatsch, Class 166. Hat er diesen Zug. Den sind wir, glaube ich, auch schon mal gefahren, den. Hallo.
Ja, ich bin da. Oder? Nee, das ist so eine extra Linie, glaube ich, noch, ne? Ich dachte, das wären wir auch schon mal gefahren, aber nee. Aber cool, dass der hier drin ist. Habe ich noch nie gesehen, dass da rechts noch Züge fahren. Oder links. Heute habe ich es ein bisschen mit Richtung. Also wenn ich jetzt, wenn ich mich gedreht hätte, dann da rechts. Ich glaube, das meinte man hier. So, so ist die Lok nochmal aufgebaut. Auch sehr cool, dass wir jetzt einen Plan haben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die zwei deutschen Loks sind im Spiel nicht. Incorrect the brake is competent damage. Okay. Park and brake is a manual operation. Emergency Sachen. Okay, interessant. Interessant, interessant, interessant. Bisher kommen wir gut durch. Schauen wir noch mal ein bisschen hoch. Und dann geht's weiter geradeaus. Richtung Hauptstadt. Richtung London. Hier sollte gleich was kommen. Der hat grün. Da kommt gleich ein HST. Glaube ich. Den tue ich schon nicht. Aber der hat, glaube ich, auch wirklich einen großen Radius nach vorne oder einen großen Bereich, wo er diesen Art schon mal auf grün schaltet. Immer noch grün. Ein Container. Ich glaube, da sollte eigentlich eine andere Nummer stehen. Und ich frage mich, wann der HST kommt von hinten. Er fällt ja, was fährt denn der hier? Weiß ich gar nicht, wie schnell der ist. Doppelt so schnell wie wir auf jeden Fall. Bin gespannt. Zwei Kurve, fünf Mal noch bis Maidenhead. Oh, hier hat er dann Doppelgelb. Freifahrt hat er auch nicht. Wir haben Freifahrt. Ich hoffe, der überholt uns doch nicht, dass er noch stehen bleiben muss vorher. Ich sehe ihn auch nicht. Wo bleibt denn der? Wenn der doppelt so schnell fährt wie wir, dann müsste der doch so langsam an uns vorbeischießen.
Weil es halt so ein Riesenradius. 60. Gut, das ist für uns auch eher uninteressant. Wir fahren nämlich höchstens 60. Ein gelbes. Jawohl. Das heißt, ihr müsst gleich halten. Aber nicht für uns, wir haben Fahrt. Wir haben weiterhin grün. Oder blockieren wir den gerade, dass wir die Gleise wechseln. Aber nee, wir gehen glaube ich nicht auf die Haupt-, also auf die Ferngleise da drüben. Das würde mich doch stark wundern. Und so dynamisch ist der ja auch nicht, wie in Simrail, dass er einfach mal sagt, ja, wir packen dich mal auf die Ferngleise. Und da ist halt. Hier müsste er also stehen bleiben. Schade, also keine Fliegenüberholung. Vielleicht kommt er ja noch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er dann irgendwann weitergelassen wird. Dann zieht er uns vorbei. Oh. Vielleicht auch nicht aufstehen, wäre eine gute Idee. Und der nächste Regionalzug. Dann fahren wir gleich die nächste Station. Das ist schon Maidenhead? Das ist Maidenhead. Okay. Fahren glaube ich die siebte Strecke hier entlang. Acton müsste hier irgendwo unten bei London sein schon. Meine ich. Kann das sein, dass ich mich irre? Geht mal nicht so nah. Alter, die ist aber nah dran gewesen. West Brighton. 11 Meilen. Vielleicht machen wir mal ordentlich Leistung auf. Alles rausholen, was die Klasse 6 kann. Obwohl wir eh nur noch 5 FPH beschleunigen dürfen. Und geht ja weiterhin bergab. Man muss dann bedenken. Also wir fahren die ganze Zeit so leicht bergab. Aber wirklich nur ganz leicht. Jetzt hat hier, jetzt stehen die Signale auch auf Halt. Für das Ferngleis. Okay, es ist interessant. Aber kann natürlich sein, dass er den schon mal bis Maidenhead alle Signale auf grün geschaltet hat. Und dann, wenn er kurz vor Maidenhead ist, wird dann alles weitergeschaltet. Kann ich dann auch bis West Brighton. Also für den Fernverkehr hier. Das heißt, der ist wahrscheinlich jetzt vorhin in Reading losgefahren, als ich das gesehen habe. Und dann dauert das natürlich ein bisschen, bis er hier ist. Ich habe auch so nah ranzugehen, wenn ich hier durchrausche. Hier halt schon Oberleitungen hingehängt. Ich habe es schon öfter mal auf der Strecke gesagt, als ich hier gefahren bin, aber diese Strecke stellt einen Zustand dar, wo die Strecke gerade elektrifiziert wird. Heutzutage ist sie elektrifiziert. Hier ist die Elektrifizierung hat hier angefangen, die ersten Bauarbeiten haben begonnen, beziehungsweise die ersten Teile sind auch schon elektrifiziert. Aber es fahren halt noch diese Loks. Weil es halt nur so kleine Teile elektrifiziert sind. Und ich denke, Strom ist hier auch noch nicht drauf. Ist halt nicht richtig, sind halt nur die Masten, die aufgestellt und die Oberleitung eingehängt. Ich glaube, angeschaltet ist das hier noch nicht. Zumindest hier im Spiel nicht, in Realität schon. Realität ist auch die gesamte Strecke elektrifiziert heutzutage. Und der nächste HST.
allerdings in die Gegenrichtung. Durch jeden Bahnhof hier durchrauschen, da muss ich warnen, bei jedem Bahnhof, weil da immer wieder Leute hier über die Kante laufen. So nah dran. Ich weiß gar nicht, wie die in Großbritannien aussieht, diese Kante. Muss mal gucken, die gibt's aber auch. Habe ich nicht so drauf verachtet. Ich fahre ja oft genug britische Strecken hier in TSW. Die auch so geriffelt ist für als Leitstreifen für die Blinden. Also, dass sie sich daran orientieren können, dass da die Bahnsteigskante ist. So, noch ein bisschen mehr Leistung, obwohl eigentlich. Obwohl wir brauchen ein bisschen Leistung, brauchen wir jetzt. Das ist nämlich jetzt auf einmal wieder eben. Es geht nicht mehr leicht bergab. Und dann kommt das Driden und dann müsste schon Acton kommen, ja. Will nicht mal aufstehen. Jetzt ist wieder hin. Rein theoretisch dürfen wir 90, aber ich glaube nicht, dass wir dann 90 dürfen. Wir bleiben, denke ich mal, bei den 60. Und hier geht es dann durch den nächsten Bahnhof. Wo jetzt ja keiner in der Nähe, jetzt habe ich schon aus Reflex hier, aber gewarnt. Ja, und wir sind auch noch da und fahren. Wir gucken nicht nur zu. Obwohl, eigentlich gucken wir gerade nur zu. Aber wir sind zumindest, könnten noch aktiv eingreifen, das ist wichtig. Müssen wir wieder ein bisschen Leistung aufschalten. Kein Zug vor uns oder so. Ich glaube, in Realität wird hier auch viel mehr Verkehr auf den Gleisen sein, wenn jetzt schon eine viergleisige Strecke voll ausgebaut ist. Wenn man das vergleicht hier zum Beispiel mit dem Verkehr, was wir auf South Eastern High Speed haben oder was wir vor allen Dingen auch auf London Brighton haben. Da ist auf der Strecke hier schon wenig los, aber die ist so alt, ich glaube nicht, dass hier nochmal jemand was gemacht wird, dass hier nochmal bearbeitet wird. Dann könnte ich mir eher vorstellen, dass nochmal eine ganz neue Version dieser Strecke rauskommt. Vielleicht an den modernen Zeiten, sag ich mal, heutzutage, wo alles elektrifiziert ist, oder ein bisschen weiter früher.
vor Dampflok gefahren, aber eine viergleisige Schnellfahrstrecke für Dampfloks haben wir eigentlich. Mit Liverpool Crew. Zumindest der erste Teil der Strecke. Da kann man richtig die Dampflok mal ausfahren, was ziemlich cool ist, wenn man sie fahren kann. Und der nächste Regionalzug. Wenig, ich habe noch keinen HST nach London Rhein gesehen, was interessant ist, ne? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die HSTs auch morgens so eher nach London Rhein fahren, weil die meisten ja nach London pendeln. Es gibt immer ein paar Ausnahmen, die natürlich auch ins Umland pendeln, in London wohnen, aber normalerweise ist der Wohnraum außerhalb günstiger und dann pendeln die nach London Rhein. Aber noch kein HST, wie gesagt, bestimmt dann noch gesehen. Gut, dass wir hier nicht rüber mussten mit 15 mph. Aber das hoffe ich doch, dass das dann auch angekündigt wird. Ich glaube, meistens manchmal fährst du auch so Güteraufträge, wo du hier links raus musst. Da gondelt es dann wirklich die ganze Strecke mit 15 mph lang. Großen Teil der Strecke. Wir dürfen zum Glück hier auf der Hauptstrecke bleiben. Ein Zug muss halt vorbei verlitten. Also zumindest auf der Regionalstrecke, nicht? Und auf der Fernverkehrsstrecke können sie halt dran vorbeirauschen. Ein bisschen mehr, komm. Ich glaube, ich habe das Szenario unter einer halben Stunde ausgewählt. Schaffe ich das unter einer halben Stunde, ist die Frage. Ja, wir sind bei 27 Minuten. Nee, niemals. Okay, interessant. Aber es ist wieder so ein Güterauftrag. Und bei Güteraufträgen hat er oftmals keine Zeit drin und denkt dann, ja, das ist ja, wenn keine Zeit drin steht, sind es 0 Minuten und das ist unter einer halben Stunde. Naja. Was mir die ganze Zeit jetzt auffällt, dass wir die ganze Zeit jetzt Gegengleis fahren, ne? Britisches Gegengleis. Auch interessant. Das ist für einen Deutschen natürlich normal vor, hier rechts zu fahren, aber es ist britisches Gegengleis. Interessant. Beziehungsweise auch nicht. Stimmt jetzt kein britisches Gegengleis. Das ist ja eine Strecke hier beiden. Ja. Also rechts ist die Fernverkehrsstrecke, hier sind noch diese Regionalgleise und links ist noch ein Gleis. Das sind drei verschiedene Strecken, zumindest zuerst in Deutschland. Deswegen fahren wir Riegegleis. Ich war gerade irritiert. Hab ich gerade nicht daran gedacht, dass hier links noch ein Gleis liegt. Heißt, wir fahren Riegegleis. Hätte mich auch gewundert, wenn wir die ganze Gegengleis fahren würden. So 7,9 Meilen noch. Und die Weiche dürfte man ja sogar gerade rechts auf mit 70 befahren. Kann man hier auch was fahren? Hier bei diesen Lagerhallen? Für Güterzüge? Das war irgendwie, glaube ich, sogar der Waschanlage, ne? Oder was war das? Auf der linken Seite. In den Lagerhallen kann man natürlich gut fahren. Ich weiß nicht, ob es da Fahrten gibt. Ich meine, gut. Das ist keine Waschanlage, das ist irgendwie eine
Achsvermessung, keine Ahnung, was das war. Und hier stößt eine weitere Strecke dazu. Oh, wir dürfen rein theoretisch jetzt. Oh, wir dürfen sogar 90 fahren. Also 75 in unserem Fall. V-Mark. Lass uns mal voll hoch beschleunigen. Da fährt die Höchstgeschwindigkeit der Class 66 auch nochmal ausfahren. Ich weiß gar nicht, was die Wagen dürfen, aber wir brettern jetzt einfach mal auf die 75 hoch. Schön weitere Güterwagen. Und hier ist, glaube ich, die Verladestation für Kohle, ne? Hm. Ich meine, ich wurde auch gesagt, dass du das hier irgendwo laden kannst, aber ich weiß nicht, ob das auf der Strecke wirklich geht. Auf anderen Strecken geht das ja zum Beispiel auf Clinchfield mit Kohle laden. So, 69,70 haben wir gleich. Und da haben wir gleich die 75 erreicht, die wir höchstens dürfen. Doch so ein Kohlezug. Und dann weiter Regionalzug kommt entgegen. Und immer noch kein Zug von hinten. Keine fliegende Kohle, kein HSD. Was mich immer noch etwas wundert. Nee, steht doch auf Halt. Keine Ahnung, wo der ist. So, gleich aber 75 erreicht, da können wir eigentlich schon mal abschalten. Jetzt ja, das geht eh bergab. Dann rollen wir wahrscheinlich die 75 noch hoch. Und 4,2 Meilen, noch so weit ist das ja auch nicht mehr. Obwohl, noch ein bisschen schon. Man darf halt nicht in Kilometer denken. Meilen ist doch noch ein bisschen mehr. So, 80 gleich. Dreimal noch bis Acton. Und in 1,4 Meilen dann wieder runter auf 60. Ich lasse ihn jetzt einfach rollen, wo es jetzt so ein bisschen bergab geht. Wo man Geschwindigkeit verliert. Hier kann man das, glaube ich, befüllen, ne? Das könnte sein, dass man hier Wagen befüllen kann. Obwohl, was gucke ich denn da? Ja, nee, alles gut. Ich bin wieder halb blind. Ich fahre ohne Kontaktlinsen. Das ist eine Brücke und so ein Ding dahinter. So ein großes Gebäude dahinter. Alles gut. Captain Blindfisch sieht wieder Sachen, die nicht da sind.
Ich gerade gesagt, ein bisschen viel runtergegangen, aber gar nicht, weil wir müssen ja gleich noch auf 30 runter. Also alles gut. Das waren die für die 30. Nochmal darauf hingewiesen werde, jawohl, da stehen sie, die 30. Jawohl. Und dann werden wir jetzt hier ausgefädelt. Und fahren dann direkt in den Rückschiebahnhof rein. Das konzentriere mich jetzt mal gleich das Anhalten. Wir haben nicht mehr so lange, bis wir anhalten sollen. Ich meine, wir haben auch nicht den längsten Zug. Siebzig, 60, 50, 40, 50. Bisschen drüber hinaus, aber alles gut. Perfekt, da stehen wir. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.